Hallo zusammen, ich befinde mich hier an meinem Hausgewässer in Mittelfranken. Ein schöner kleiner Bach, kann man dazu sagen. Und begleitet mich dieses Jahr hier an diesem Gewässer und seht, was ich dort erlebe. Im Frühjahr fische ich am liebsten in Flachbereichen, weil ich dort die letzten Jahre am besten Erfolg hatte. Und als Montage setze ich dort die U-Pose am liebsten ein. Die sieht eigentlich ganz einfach aus. Einzelhaken Drilling, kleine U-Pose, kennt eigentlich jeder, fängt eigentlich jeder damit, ganz einfache Montage. Und heute früh, vor ein paar Minuten, ist tatsächlich eine Rute krumm gegangen und den Fisch zeige ich euch jetzt. So, das hier ist der Fisch. 1,67 Meter und ich bin immer wieder aufs Neue überrascht, was in diesem kleinen Bach so rumschwimmt. Schaut euch diesen dicken Frühjahrsfisch mal an. Geil! So, der nächste Frühlingswaller ist gelandet und wie erwartet kam dieser Fisch wieder im Flachwasser. Im Frühjahr haben wir oft Aktionen im Flachwasser bekommen, weil da einfach sich die Wälze aufhalten und rauben. Und ja, was gibt es da zu sagen? Schöner Fisch für diesen kleinen Fluss. Wir freuen uns riesig und schauen wir mal, was noch so geht. Es ist mittlerweile Mitte Mai und ich habe die Fischerei ein bisschen umgestellt im Vergleich zum Frühjahr. Im Frühjahr fische ich ja, wie gesagt, in Flachbereichen, wo sich das Wasser am schnellsten erwärmt und die Futterfische sich aufhalten. Und mittlerweile hat der Fluss 14 Grad Wassertemperatur und ich schaue, dass ich mit zwei Ruten so gut es geht alle Bereiche abfische. Das heißt, ich fische eine U-Pose im Flachbereich, wenn die Waller aktiv ziehen sollten. Dann kommen sie am Köder vorbei und ich kriege meist einen Biss. Oder die andere Rute fische ich meist in tieferen Bereichen, wo ich persönlich vermute, es sind Standplätze. Und vor kurzem war ich mit einem Kollegen draußen und wir haben einen unglaublichen Fisch in diesem kleinen Bach gefangen und den zeige ich euch jetzt. Und direkt vor den Füßen ein guter Fisch.
im kleinen Fluss. Jawohl, Julian, Petri. So, Julian, extrem viel Petri Hai zu diesem Ausnahmefisch an meinem Hausgewässer. Ja, ich bin der Einladung von Sebastian gefolgt. Am Anfang erstmal erschrocken, ich komme ja aus größeren Gewässerabschnitten her und dann sehe ich die kleine Pfütze. Bin ehrlich, habe mir nicht gedacht, dass da solche Exemplare drin rumschwimmen. Ja, du warst hinten dran, wie viel hat er genau gehabt? 1,95 Meter. Ich bin sprachlos über diesen Fisch. Hammerfisch. Geil. Hammerfisch, Jungs, ey. Guckt ihn euch an. Da wundert mich nichts, dass der kleine Kerl die Reißleine nicht durchbekommt. Guten Morgen zusammen. Gestern Abend direkt nach dem Legen hatten wir einen Biss. Und das, was wir rausgezogen haben, das zeige ich euch jetzt. Ja, im Hintergrund seht ihr es. Das ist ein Baum. Der ist so breit wie der Fluss, kann man sagen. Nach dem Biss ist der Fisch leider direkt ins Holz geflüchtet. Zum Glück konnten wir die Montage wieder retten sozusagen. Und der Fisch hat sich halt dann einfach befreit. Gut für den Fisch, schlecht für uns. Aber dafür wurden wir heute Nacht entschädigt und der Drill kommt jetzt halt. Guter Fisch. Sehr geil. Hat sie ein wenig rumgewickelt. Sollen wir schauen, dass wir runterkommen? Ich glaube, da vorne kommt man runter. Das ist halt der Nachteil, wenn das Boot nicht direkt vor die Füße ist. Boah, geht's da runter.
Naja, hilft nichts. Ja, wie fliegt man rein? Ah. Nimm mal mein Handy. Für alles gerüstet. Danke. Komplett rumgewickelt. Deswegen stand das so gut drin. Das wird jetzt los. Boah, Scheiße. Nee, knapp. Ja! Den Drill habt ihr gesehen, war ein bisschen nervenaufreibend ohne Boot, aber dennoch konnten wir den schönen Fisch landen. Ja, sind glücklich, cooler Fisch. So macht Wallerangeln Spaß. Das ist jetzt die letzte Session für den Frühjahrspart. Dann gehe ich im Sommerpart über. Für mich war das Frühjahr eigentlich eins der besten in den letzten Jahren. Ich konnte einige Fische fangen, gute vor allem. Hatte viel Spaß mit meinen Kumpels hier, mein Hausgewässer. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und vielleicht sieht man sich ja dann im Sommerpart, den wo ich jetzt halt anfangen werde zu drehen. Lasst einen Daumen da, über ein Abo freue ich mich. Bis bald.